war beim Scannen das Problem, dass man da wirklich sehr stark nachschärfen musste. Aber beim jetzt bei digital fotografierten Bildern ist es nicht mehr notwendig. Es gibt einmal die Möglichkeit, wenn ich hier auf Exportieren klicke, könnte ich dann hier bei den Schärfeneinstellungen mal sagen, für Bildschirm oder für mattes Papier, für Glanzpapier. Und ich nehme als Stärke immer Standard. Also niedrig sozusagen gibt kaum Wirkung und hoch kann unter Umständen zu Artefakten führen. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel für Ausdrucke schärfe, gibt es ein paar wichtige Regler, die da zuständig sind. Auf der einen Seite einmal die Klarheit. Klarheit geht sozusagen auf die mittleren Grautöne und ist immer auch für Schärfung zuständig, denn da wird der Kontrast erhöht, das heißt, helle Bildteile werden heller, dunkle werden dunkler und aus dem Grund erscheint das Bild schärfer. Natürlich spielt auch in dem Fall Dunstentfernen noch eine wichtige Rolle, weil hierzu sozusagen Algorithmus Schärfe plus auch Korrektur des Himmels durchführt. Aber interessant wird es jetzt in den Details hier im Schärfebereich. Und zwar der Radius sagt aus, in welchem Radius rund um das einzelne Pixel soll geschärft werden. Das wäre sozusagen jetzt die Stärke von, das geht bis 150 und bis 0. Der Radius ist normalerweise zwischen 1,2 und 1,5. Und die Details sagen aus, wie stark sollen Details geschärft werden, also diese ganz feinen Strukturen im Himmel. Und die darf ich natürlich bei einem Landschaftsbild hier nicht zu stark schärfen, damit ich einfach keine Artefakte bekomme. Und die Maske sagt mir aus, wie stark werden sozusagen diese Bereiche geschützt. Und bei Landschaft kann man sich merken, dass sozusagen die Details ein bisschen mehr geschärft werden. Die Maske ist geringer. Und man kann sich hier diese Z-Form merken. Das heißt, wenn ich so eine Z-Form habe, der Betrag, der kann ruhig hinaufgehen bis 100. Ich würde es aber nicht übertreiben. Also einfach aufpassen, damit man keine Artefakte sieht. Und um jetzt eine Schärfung wirklich gut beurteilen zu können, sollte man auf 1:1 oder 1:2 in der Darstellung gehen, damit man auch dann diese Schärfung ordentlich sieht. Und wenn ich so diese Basisschärfe mal erstellt habe, kann ich dann mir hier eine Benutzervorgabe machen und sage hier mal Schärfen Landschaft. Sagen wir zum Beispiel hier A3, wenn ich jetzt große Drucke mache und in dem Fall gehe ich hier auf Schärfen. Die Prozessversion muss aktiviert sein, das heißt diese beiden Parameter, die werden jetzt gespeichert. Ich werde jetzt einmal hier die Regler zurücksetzen und wenn ich dann hier in meine Vorgabe klicke, habe ich sofort wieder diese ursprüngliche Darstellung. Und wenn ich jetzt ein Porträt habe, ist es genau umgekehrt. Ich muss nur ganz schnell schauen, wo ich da jetzt auf die Schnelle ein Porträt habe, aber da habe ich sicher irgendwo eins. Beim Porträt ist es so, dass ich sozusagen, der Betrag ist geringer, der Radius kann ein bisschen größer sein, die Details werden weniger geschärft und die Maske ist größer. Das heißt, beim Porträt schaut das Z genau umgekehrt aus. Das kann man sich jetzt gut anschauen, wenn ich hier auf die Details gehe. Jetzt wird nur entlang dieser weißen Kanten geschärft. Das heißt, beim Porträt ist ja gut, wenn ich sozusagen die Umrisse schärfe und die ganzen dunklen Bereiche, die werden geschützt. Und wenn ich beim Porträt den Betrag sehr hoch stellen würde, würde ich natürlich relativ schnell Artefakte im Gesicht bekommen, was natürlich völlig kontraproduktiv wäre. Vorsicht auch bei Porträt. Der Klarheitsregler ist in dem Fall natürlich auch nicht gut. Und die Struktur kann ich beim Porträt dann auch das Ganze noch weicher machen. Das heißt, bei Porträt Klarheit bei mir eigentlich immer auf 0
wenn ich schärfen möchte, mache ich es dann über die Details, aber natürlich nicht auf 140, mit Bedacht. Und ich würde mir hier ebenfalls ein Preset machen mit Schärfen Porträt. Und dann hätte ich einmal zwei Presets, von denen aus ich arbeiten könnte. Und wenn ich Bilder für eine Ausstellung vorbereite, dann würde ich mal virtuelle Kopien machen und würde das Schärfen auf die virtuellen Kopien anwenden. Gut, dann würde ich jetzt einmal das Wort dem Oliver übergeben. Oliver, ich muss da gleich mal den Bildschirm freigeben. Ja, okay. Jetzt schauen wir mal. Seht ihr meine Maus kreisen? Ja, wir sehen deine Maus kreisen, das ist schon wunderbar. Okay, ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor ich jetzt einsteige, möchte ich mal ein großes Dankeschön an euch sagen für die positiven Rückmeldungen immer nach den Photoshop-Webinaren. Also ich habe jetzt da nur als Beispiel, das ist eine E-Mail, das habe ich heute bekommen. Ja, das motiviert mich natürlich irrsinnig sehr, da weitere Themen an den Start zu bringen. Und ich sage jetzt nochmal Dankeschön. Gut. Ja, vielleicht nur ganz kurz, Oliver. Ja. Am Dienstag haben wir einen Photoshop-Abend, wo jeder mitmachen kann. Er kann auch Fotos einschicken. Ihr könnt Fragen vorbereiten. Das Ganze ist ein Service von uns. Also wenn ihr einfach auf der Webseite nachschauen, ist auch ein Zoom-Meeting. Und wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere mitmacht. Ja, und viele meiner Workshop-Teilnehmer fragen mich immer bei meinen Landschaftsbildern, Oliver, wie schaffst du das, dass du trotz Gegenlichtsituation so klar ausgeleuchtete Personen im Vordergrund hast. Also wie zum Beispiel da. Und ein großes Geheimnis, das verrate ich euch gleich jetzt, das ist das da. Also das heißt, die Personen im Vordergrund, die werden bei Gegenlichtsituationen mit einem Blitz dezent aufgehellt, damit sozusagen das Bild nicht eine schwarze Silhouette ist, sondern dass man das auch noch schön sieht. Ja. Aber Oliver, machst du das immer ganz alleine, wenn du diese Bilder machst? Hast du dann irgendjemand mit, der dir da hilft, oder machst du das alleine? Ja, das ist ja genau der Grund, warum ich oft so viel Ausrüstung mit habe, weil ich habe leider keinen Partner, der um 3 Uhr in der Früh mit mir aufsteht, damit wir dann um 6 Uhr in der Früh am Gipfel sind und den Sonnenaufgang aufnehmen können. Und daher bin ich oft alleine unterwegs und habe halt dann Stativ und das alles halt dann selber mit und ich bin dann noch zusätzlich das Model. Ja, und wie jetzt meine Ausrüstung im Detail aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Das Erste ist einmal, das ganz Wichtigste ist einmal der Rucksack. Da gibt es im Prinzip zwei Arten von Rucksäcken. Das eine ist der klassische Fotorucksack, der da im Rückenteil aufzuzippen ist und man legt dann halt den Rucksack auf den Boden und kann dann direkt zugreifen zu seiner Ausrüstung, und den klassischen Alpin-Rucksack. Ich verwende einen klassischen Alpin-Rucksack. Das hat nämlich folgenden Grund. Das ist der Rucksack, den ich verwende. Das hat nämlich folgenden Grund, weil ich oft mehr alpine Ausrüstung mit habe als Fotoausrüstung, weil ich einfach für gewisse Touren dann diese alpine Ausrüstung benötige. Und mein Rucksack, der ist da insofern recht praktisch, weil bei einer kleinen Tour kann ich ihn sehr kompakt gestalten, weil im Sommer, wenn du eine Tagestour machst, muss man gar nicht so viel mitnehmen, dann hat er halt nur eine Länge von 50 cm. Und wenn du dann im Winter unterwegs bist, wo du noch extra Bekleidung mit hast, dann kann ich ihn sozusagen bis zu einem Meter ausdehnen und dann dementsprechend viel einpacken in den Rucksack. Was jetzt beim Rucksack, also wenn Sie jetzt euch einen Rucksack anschafft, ganz wichtig ist, ist der Hüftgurt, weil der Rucksack sollte nicht auf den Schultern aufliegen mit dem gesamten Gewicht, sondern auf den Hüftknochen. Weil geht es einmal mit einem schweren Rucksack am ganzen Tag und der liegt auf den Schultern auf, am nächsten Tag sind die Schultern etwas lädiert und dann ist es nicht mehr so lustig, den Rucksack zu tragen. Also das heißt, ganz wichtiger Tipp, probiert den Rucksack vorher, ob er schön auf den Knochen aufsitzt.
Und dort sollte auch das größte Gewicht dann drauf liegen. Was bei meinem Rucksack auch noch recht praktisch ist, ist ein seitlicher Zip. Das heißt, wenn ich jetzt meine Wasserflasche kurz benötige, dann nehme ich ihn runter, mache den seitlichen Zip auf, hole die Wasserflasche raus und fertig. Ich muss den nicht immer wieder ganz oben öffnen und dann wieder kramen im Rucksack, sondern habe da mit diesem Zip halt gleich Zugriff zum Innenteil. Da möchte ich vielleicht noch kurz was sagen, Oliver. Ja? Also ich habe von F-Stop diese Innentaschen, die ich dann auch in einen Wanderrucksack zum Beispiel hineingebe, also wo ich dann auch beliebig mehr oder weniger Ausrüstung einpacken kann. Und ich finde halt, so wenn wir in Madeira unterwegs sind, dann haben wir halt meistens einen Fotorucksack, weil wir ja viel mehr Equipment mit haben. Und da hat man die Silvia hat heuer einen F-Stop mitgehabt, da gibt es Ultralight-Rucksäcke. Und das ist ziemlich ein großer Unterschied, nämlich allein vom Gewicht her, der hat ungefähr ein Kilo und die anderen haben 2,5 Kilo. Das heißt, also selbst beim Rucksack, auch beim Fotorucksack, ist da ein beträchtlicher Unterschied. Und ich habe mich ja schon längere Zeit mit Weitwandern befasst. Und da gibt es einen Trend in Amerika, wo da die Wanderer sozusagen einen Rucksack haben, der halt deutlich unter einem Kilo ist. Weil ich würde mal eine Frage in die Runde machen, Rucksack oder Tasche, wie wäre da die, wer mag sich da gerne melden? Ich habe einmal jetzt freigeschalten, dann kann einmal jeder was sagen. Die werde ich dann wieder stumm schalten. Also meine Erfahrung, servus Karl. Hallo Uli, grüß dich. Servus. Meine Erfahrung ist, ich habe von Lowe einen Rucksack, der ausgebaut ist wie ein Bergrucksack mit einzelnen Innentaschen, die man herausnehmen kann. Zwei verschiedene Größen. Das ist recht eine geschickte Sache. Also es ist ein Hybrid-Rucksack. Also was ich ehrlich gesagt sagen muss, eine wichtige kannst du die Kamera aktivieren? Eine wichtige Voraussetzung für einen Rucksack für mich ist, dass er sozusagen von der Rückenseite zu öffnen ist, damit ich einfach dann nicht immer das Traggerüst im Dreck liegen habe. Das wird dann permanent nass. Und natürlich von außen zugänglich ist schon eine tolle Sache. Und ich habe dann oft auch so einen kleinen Köcher oder eine Bereitschaftstasche, wo ich zum Beispiel ein Ersatzobjektiv drinnen habe. Und in Costa Rica habe ich eine Bereitschaftstasche gehabt von Lowe, weil es hat permanent geregnet und habe die Kamera so geschützt. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Also ich tendiere zu so einer Lösung zwischen Rucksack und Bereitschaftstasche und vielleicht nur am Köcher, am Objektiv, also am Köcher irgendwo außen, wo man vielleicht schnell zum Objektiv kann. Und es gibt eine Klammer, die kennt sicher der eine oder andere von euch, die man am Rucksack einhängen kann, also vorne am Traggerüst, wo man die Kamera dann sozusagen befestigen kann. Und das finde ich auch sehr praktisch. Wer verwendet denn so ein Clip zum Einhängen am Gürtel oder am Rucksack? Na gut, dann würde ich wieder an den Oliver weitergeben. Der Rucksack. Der nächste wichtige Punkt ist meine Kameraausrüstung. Das ist das Equipment, mit dem ich halt immer unterwegs bin, also meine Spiegelreflexkamera. Dann habe ich auch immer meine GoPro mit, weil ich liebe diese starken Weitwinkelaufnahmen und ich kann sie da auch unter Wasser einsetzen. Und mit dem iPhone mache ich auch manchmal Foto, weil das iPhone hat eine ganz tolle Panorama-Funktion und das Panorama ist dann gleich anschließend fertig und ich kann das dann gleich anschließend auf Facebook hochladen oder irgendjemanden schicken. Also das sind so die Aufnahmen, die ich oft unterwegs mache mit der GoPro oder diese Action-Aufnahmen. Da hast du die am Skistock befestigt, Oliver. Habe ich es am Skistock befestigt, ganz genau. Das war vor 2 Jahren im Winter, weil da war in Salzburg so viel Schnee und da sind wir halt irrsinnig viel Tiefschnee gefahren in dem Winter. Ja, und da seht ihr ein Panorama unbearbeitet, einfach mit dem iPhone schnell gemacht, ruckzuck fertig und schon kann man das an jemanden schicken und sagen, schaut's, wo ich halt wieder unterwegs bin. Und Oliver ist am Bildschirm. Ja, dann meine Tasche für die Kamera. Wie der Karl vorher schon erwähnt hat, ich verwende da eine zusätzliche Tasche. Diese Tasche habe ich dann um meine Schultern vorne herum. Und wenn wir im Aufstieg unterwegs sind, bin ich halt immer mit diesem Setup unterwegs. Weil dann kann ich immer irrsinnig schnell zu meiner Kamera zugreifen. Ich halte nicht die Gruppe auf, mit der ich unterwegs bin, weil oft möchte ich dann auch die Wanderer
fotografieren. Und die Tasche ist aber genauso groß, dass ich, wenn ich dann, wenn wir dann bergab unterwegs sind oder klettern müssen oder halt mit den Skiern wieder abfahren, dass ich sie in den Rucksack gebe und dann stört es mich halt dann nicht, wenn sie dann vorne sich bewegen wird. Also das heißt, beim Abfahren oder beim Abklettern habe ich sie dann immer hinten im Rucksack drinnen in die Tasche. Du Oliver, geh nochmal zurück bitte. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Kommst du auf das Thema Stativ noch zu sprechen? Oder? Ja, natürlich. Okay, passt, dann kannst du weitergehen. Ja, also das ist jetzt einmal... Ich habe nur zwei Objektive mit, wenn ich so auf alpinen Touren unterwegs bin. Das ist das 16-35 und dann habe ich noch eine lichtstarke Festbrennweite, meistens das 50mm Objektiv mit. Und wenn ich dann Makro machen möchte, noch eine Nahlinse. Also mit diesen zwei Objektiven mache ich alle meine Fotos. Zusätzlich ist jedes Objektiv in einer gepolsterten Tasche drinnen und diese gepolsterte Tasche habe ich dann noch in einen Nylonsackerl eingewickelt, weil ich war schon öfters unterwegs, da hat es den ganzen Tag geregnet und irgendwann wird der Rucksack halt auch ein bisschen, geht da Feuchtigkeit durch und damit dann ja nichts da zum Objektiv durchkommt, habe ich den noch zusätzlich in einem Nylonsackerl eingewickelt. Ja, das sind so die Bilder, das ist 50 mm fotografiert. Das ist mit einem 16mm Objektiv fotografiert. Das ist auch mit 16-35. Ja, und das ist mit der Nahlinse. Also da kann man dann auch schon mal Insekten unterwegs fotografieren. Also man braucht nicht unbedingt... Hast du die Nahlinse am 16-35er oder hast du... Nein, die habe ich auf 50mm drauf. Ja. Ja, schaut das. So ist jetzt also mein Fotoequipment. Und zum Stativ, da habe ich zwei Varianten. Also wenn die Tour nicht so schwierig ist, dann habe ich halt das, das Manfrotto 290 mit Carbonbeinen mit. Das ist ein recht kompaktes Objekt, Stativ, wo ich sage, es ist leicht, aber auf der einen Seite auch recht stabil und erfüllt die Zwecke, die ich halt dann unterwegs brauche. Und wenn die Touren halt schwieriger wären, wie zum Beispiel durch die Watzmann-Ostwand, wo man dann schon mal 5 Stunden in der Wand ist, da habe ich dann ein ganz kleines, so ein Gorilla-Bot-Stativ mit, was dann, das spürt man fast gar nicht mehr, so leicht ist das. Ja, und das Wichtigste ist halt immer beim Fotografieren, das wisst ihr ja eh alle, das Licht, daher habe ich halt immer... Ich würde noch mal ganz kurz einhaken beim Stativ. Ja, bitte. Ich habe nämlich gerade jetzt bei mir bei der Präsentation was gemacht. Und zwar, ich habe also ein kleineres Stativ, sozusagen ein Wanderstativ und dann habe ich natürlich ein Autofahrstativ. Aber da hadere ich auch immer so und ich tendiere eher dazu, ein Stativ zu haben, das halt schon massiv ist, weil ich finde, wenn das Stativ einfach nicht stabil genug ist, dann bringt das auch nichts. Und stößt du auf das Gorillabot die 5D Mark IV auch drauf? Oder? Ja, also die... Ja? Das ist 25 cm hoch, sehr massiv. Das funktioniert tadellos auch mit dem 16-35. Da habe ich ja in der Nacht die Milchstraße fotografiert, oben vom Watzmann. Und du hast es dann irgendwo auf einem Baum befestigt und da stößt das eher auf? Also unterschiedlich. Also wenn ich die Milchstraße fotografiere am Boden, aber ich habe das auch schon mal ausgewickelt, damit wir dann halt ein Gruppenfoto von der ganzen Wandergruppe halt machen haben können. Also ich glaube, das Thema Stativ wird sowieso einmal eine eigene Sendung wäre einmal ein Schwerpunkt so, weil da gibt es so viel zum Sagen, allein über den Stativkopf und was sonst alles noch sozusagen wichtig ist. Also da werden wir auch was vorbereiten jetzt in absehbarer Zeit, denke ich mal, Oliver. Ja, gut, weil natürlich habe ich eine größere Auswahl an Stativen noch zu Hause, die stabiler sind. Aber es ist halt dann immer die Frage, schleppt man dann so ein schweres Stativ den ganzen Tag mit? Das ist halt immer so... Nein, natürlich. Das ist Fotografieren genau unterwegs ist halt immer so eine Balance-Sache. Weil im Sommer, da habe ich dann noch 2 Liter Wasser drinnen im Rucksack. Und das sind alles so Sachen, aufs Wasser möchte ich nicht verzichten. Also das ist immer so, man muss halt schauen, dass man halt die Balance findet. Nicht zu schwer, das Ganze. Und trotzdem, dass man alle Fotos, die man sich vorstellt, auch machen kann. Also ich habe da eine super Frage oder Anmerkung von Martin. Ja. Der Martin hat einen Fotorucksack zum Wandern mit integrierter Fototasche. Was für ein Modell ist denn das, Martin? Das weiß ich leider nicht, was das für ein Modell ist. Das ist so ein amerikanischer Rucksack, gibt es in 2 Größen. Wir haben den zufällig, wie wir in Südtirol waren, war einer unterwegs, der hat einen gehabt.
Vielleicht kannst du mal fotografieren und schicken, dann schauen wir es dir einmal an. Der Rucksack ist in Tirol und ich bin in Wien. Ja, das hat ja, was der läuft ja nicht davon. Ja. Ist ja in Quarantäne im Ischgl, oder? Den haben schon wahrscheinlich. Der ist aber echt cool. Ich suche am Handy ganz nicht mehr Fotos von dem, wo ich umhabe. Und das ist echt praktisch, weil du mit Angriff kannst die Taschen von hinten nach vorne holen und dann wieder zurück einschieben in den Rucksack. Das ist echt super. Also wenn von euch jemand einen ganz besonderen Tipp hat für Stative oder für Rucksäcke, für Taschen, bitte eine E-Mail schicken. Das können wir nämlich dann auch in der nächsten Sendung präsentieren und euch dann auch sagen, wir leben einfach von der Community und es gibt dann sicher viele gute Ideen, die ihr dann auch habt und die, wo wir uns freuen, wenn ihr die auch einbringt in die Sendung. Bitte, Oliver. Ja. Also das ist auch genau meine Philosophie und ich lerne ja bei jeder Sendung auch von den anderen und das finde ich ist ja so spannend. Ja, bei mir Oliver, darf ich kurz eine Bemerkung aus Madeira machen? Was wir festgestellt haben, kein Rucksack und keine Tasche ist wasserdicht, wenn es einmal richtig schüttert. Und das eine tolle Ausrüstung ist eine Pelerine. Eine weite Pelerine, so wie eine Radfahrpelerine. Da kannst du alles drunter machen, reiner tun, raustun und du bleibst auch trocken dabei. Also Gerald, die habe ich in Costa Rica gehabt, das war wirklich traumhaft, weil wir haben oft 1,5 Stunden also schütten gehabt, aber wirklich ganz, ganz extrem. Und neben der Pelerine natürlich ein Regenschirm, der für so Notfälle. Und in Madeira müssen wir sagen, da ist das Stativtragen nicht so das Problem, weil wir immer einen Bus dabei haben und dann kann man Stativ auch im Bus lassen. Das heißt, da kann man ruhig dann auch ein massives Stativ nehmen und man muss sie nicht abschleppen. Bitte, Oliver. Ja, aber Karl, jetzt hast du es auf den Punkt gebracht und das ist bei der Planung der Tour immer das Wichtigste. Also wenn ich zum Beispiel eine Tour plane im Sommer und sage, da komme ich bei 3 Quellen vorbei, das heißt, dann gehe ich natürlich nicht weg von zu Hause mit 2 Liter Trinkwasser, weil ich genau weiß, ich komme bei 3 Quellen vorbei und dann habe ich schon wieder mal 2 Kilo eingespart, die ich dann weniger schleppen muss. Und genauso ist es halt mit dem Auto, wenn das Stativ im Auto ist, passt das auch. Was bei mir aber auch wichtig ist, da ich ja oft professionell in den Bergen unterwegs bin, muss ich oft für irgendeinen Hüttenwirt ganz oben, zum Beispiel von der Hütte am Hochkönig, ein Porträt vom Hüttenwirt machen und auf die Hütte vom Hochkönig, die ist fast knapp 3000 Meter hoch oben, da kommt man entweder zu Fuß oder nur mit dem Hubschrauber rauf. Da muss man halt seine ganze Lichtausrüstung halt auch mitnehmen und da bin ich halt auch sehr sparsam unterwegs, da habe ich einen Blitz. Und das ist aber ein Blitz, der Highspeed-Sync kann. Das heißt, ich kann auch bei offener Blende mit einer 1/4000stel Sekunde da fotografieren und das ist für mich eine ganz wichtige Funktion. Dann habe ich so einen kleinen Faltreflektor noch mit, der hat 5 Oberflächen und einen Funkauslöser, mit dem ich halt dann noch den Blitz auslöse, weil ich ja den nicht direkt auf der Kamera verwende, sondern abseits der Kamera. Und dann entstehen halt diese schönen Bilder. Da seht ihr, da habe ich den Blitz am Gipfelkreuz stehen und das Licht blitzt mir halt von hinten an, damit halt die Person auch noch schön ausgeleuchtet ist. Oder da habe ich halt so ein Actionbild gemacht. Das war direkt am Hochkönig oben im Juli. Also ihr seht, da schneit es einmal im Juli oft einen halben Meter runter. Ja, und wer sich meine Landschaftsbilder genauer anschauen möchte, der findet diese ganzen Bilder auf meinem Instagram-Blog. Ja, und wenn es jetzt heißt, Oliver, du kommst jetzt rauf zu uns auf die Hütte und fotografierst da den Hüttenwirten oder machst sonst noch ein paar Porträtaufnahmen, dann habe ich halt noch einen Lichtformer mit, wie zum Beispiel einen Durchlichtschirm. Das ist ein kleiner Schirm, durch den kann man dann durchblitzen und dann kriegt das Licht so den Charakter von einer Softbox. Oder ich habe so einen, ich sage immer, das ist ein Duschvorhang aus Kunststoff. Da geht das Licht durchlässig und den kann man dann vor einem Fenster hinhängen und dann kriegt man auch halt ein sehr weiches, zartes Licht für Personen zum Beispiel. Und natürlich habe ich dann auch noch Farbfolien mit, weil in einer Hütte ist für meinen Geschmack das Blitzlicht zu kühl und da tue ich das halt mit Orangefolien ein bisschen wärmer gestalten. Und dann kommt halt dieser typische Look, von, wenn man so in Berghütten halt drinnen fotografiert. Und das ist so ein klassisches Foto, das haben wir auf einer Alm gemacht. In so einem Kuhstall auf einer Alm ist ganz dunkel. Ja, und da habe ich halt auch den Duschvorhang aufgehängt, der war da rechts.
durch den Duschvorhang dann durchgeblitzt und dann sieht man die junge Sängerin, die hat dann halt ein sehr weiches Licht, das schaut so aus, wie wenn da jetzt eine Tür wäre, wo ein Tageslicht reinkommt und dann sieht man sie halt schön, wie sie da kurz vorm Melken halt da die Kuh vorbereitet. Oder kannst du zum Schirm bitte nochmal zurückgehen, Oliver? Ja. Zum Schirm? Ja, bitte, weil dieser Schirm, also den besprechen wir immer beim Blitzkurs, der ist natürlich, der macht irrsinnig ein gutmütiges Licht. Und ich glaube, also eines der ersten Geheimnisse, wenn man Blitz verwendet, ist den Blitz von der Kamera trennen und so ein Lichtformer drauf. Das ist schon mal, macht so viel Unterschied und ist eigentlich sehr einfach. Und so ein Schirm kostet, glaube ich, 20, 30 Euro, oder? Ja, ist ja nicht wirklich teuer. Genau, ja. Ja, und macht aber ganz tolle Bilder. Also ich habe dann ein Beispielbild noch mitgemacht. Also das habe ich mit dem Durchlichtschirm fotografiert. Also in der Nacht, das ist mit einer Aufnahme gemacht worden, dieses Bild. Also da ist nichts mit Photoshop gemacht. Das Einzige, was ich nachträglich entfernt habe, war der Blitz, den ich da stehen gehabt habe. Also das war, da habe ich natürlich dann eine zweite Aufnahme ohne diesen Lichtstativ gemacht und dann, das war das Einzige, was gemacht. Und ich sehe jetzt was das für ein zartes, weiches Licht ergibt, wenn man durch so einen Durchlichtschirm fotografiert. Ja, und da hat man natürlich dann auch ein Lichtstativ mit und ich habe da das Manfrotto Nanopol, das ist ein sehr leichtes, das kann man irrsinnig klein zusammenpacken und was bei dem Lichtstativ das der große Vorteil ist, ich kann hier ein Bein verkürzen und wenn ich auf so einer Almwiesen da fotografieren muss und die schräg ist, dann ist es halt gut, ich kann da ein Bein verkürzen und das Stativ fällt mir halt dann nicht um, weil der Hang halt schräg ist. Das ist halt auch wieder Entscheidung, wenn ich sage, die Tour wird lang, dann lasse ich das Stativ zu Hause und habe halt immer in meinem Rucksack so ein Panzertape mit und eine Schnur und dann muss halt oft irgendein Ast, ein Baum oder ein Ski als Lichtstativ herhalten. Also das habe ich am Arlberg bei Sonnenaufgang gemacht, das Bild und aus der Kamera ist es so gekommen. Jetzt habe ich den Ski eingesteckt und den Blitz habe ich dann halt schnell mit einem Klebeband am Ski befestigt und der hat mich halt dann da auf der Seite ganz zart aufgeleuchtet und dann ist halt dieses Bild entstanden. Man muss halt dann nur noch ein zweites Bild machen und dann retuschiert man halt da den Blitz halt weg. Du, ja. Zum Panzertape noch was Wichtiges. Also die Amis, die ganzen Weitwanderer, die dann sozusagen am Teleskop, Wanderstock oder am Stativfuß einfach mal 5 Rollen rüber. Das heißt, die nehmen gar nicht die ganze Rolle mit, sondern nehmen einfach dann vom Stativ, rollen es dann ab sozusagen, die dann auf jedem Stativbein 4-5 Mal umwickeln und nehmen keine eigene Rolle, um Gewicht zu sparen. Das heißt, dann hast du immer Panzertape mit, da haben wir es vergessen. Ja, das Panzertape ist ja insofern auch wichtig. Ich habe einmal eine Tour am Dachstein gemacht und dann hat sich die Sohle von meinem Bergschuh abgelöst, weil wir halt da in dem brutalen Kalt, der ist messerscharf, ganzen Tag herumgestiegen sind. Naja, Panzertape auspackt, rundherum gewickelt und ich habe halt noch toll absteigen können. Also das ist ein Universalwerkzeug, das hilft da immer. Ein Leatherman ist immer mit und ein Bindedraht habe ich auch so immer ein Stück mit, weil wenn bei der Skibindung irgendwas bricht, kann ich mir das halt noch mit dem Bindedraht. Gut, aber bei der Fotoreise muss ich sagen, haben wir normalerweise keine Ski mit. Also nicht, dass ich erwundert, sie müssen keine Ski mitnehmen nach Madeira. Ja, ja, aber ich sage halt, wenn man halt im Winter halt in den Bergen unterwegs ist, so wie da. Ja gut, was ich dann noch immer mit habe, das hat nämlich auch kein Gewicht, wenn so blauer Himmel Sonnenschein ist, verwende ich eine Sucherlupe, weil man sieht auf dem Display dann überhaupt nichts mehr, wenn es draußen so hell ist. Die lege ich dann einfach hinten auf das Display an und kann man dann wunderschön das Bild anschauen, kann beurteilen, passt die Schärfe alles. Oder kann dann halt noch dementsprechende Änderungsmaßnahmen durchführen. Also wenn ihr dann mit seid mit uns, der Karl, mit mir am Großglockner, da kann ich euch dann diese Sucherlupe genauer zeigen. Da könnt ihr dann selber mal euer Display anschauen, wie das dann ausschaut. Wenn's ich kann einmal sagen, nur die Leute, die eine Systemkamera haben, die haben die Sucherlupe schon einbaut. ja, aber ich sage einmal, da ist das Bild halt sehr klein und wenn man die Schärfe beurteilen will, dann muss man sich schon ein bisschen auf einem größeren Display halt anschauen. Gut, ja. Und was ich auch mit habe, ist also ein Auslöser, mit dem ich die Kamera noch programmieren kann, weil das ist insofern eine ganz tolle Funktion. Da kann ich sozusagen die Kamera programmieren. Mach bitte alle 5 Sekunden ein Foto und 3 Sekunden vorher gibst du mir jede Sekunde ein Warnsignal. Und das brauche ich dann, wenn ich so ein Foto mache, weil da bin ich auf diese Hütte geklettert und die Kamera habe ich halt eingeschaltet gehabt. Der Auslöser hat angefangen zum Piepen, Piep,
piep, piep, und nach dem dritten Mal piepen, habe ich müssen in die Luft springen und dann habe ich geschaut, okay, geht es ja aus oder geht es ja nicht aus. Und bei dem Bild habe ich ca. 7 Versuche gebraucht und das war immer sehr, sehr mühsam, weil da muss man dann hinten bei der Hütte wieder raufklettern, damit man ja keine Spuren im Schnee hinterlässt. Aber nach dem 7. Mal ist mir gelungen, das Foto. Also 7 Versuche und 4 Schnäpse. Ja, genau. Ja, leider war da keiner mit. Also ich war da alleine unterwegs. Ja, also wie schon gesagt, falls ihr euch interessiert, wie man mit relativ wenig Fotoausrüstung trotzdem zu jeder Tages- und Nachtzeit alle seine Fotos machen könnt, dann fahrt mit uns mit zum Großglockner. Der Karl und ich, wir geben Einblick in unsere Rucksäcke und zeigen da, wie wir unsere Ausrüstung da im Felde dann nutzen werden. Ja, gibt es jetzt von eurer Seite her eine Frage? Na gut, weil dann möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen. Jetzt ist vielleicht der Eindruck entstanden, dass wir da bei unseren Fotowochenenden und Fotoreisen nur mit Pickel unterwegs sind und mit Ski. Also die Fotografen sind einmal prinzipiell eher die Nichtwanderer, haben der Gerl und ich festgestellt. Das heißt, am Großglockner oder in Madeira, also wir versuchen natürlich, die Wanderstrecken effektiv gering zu halten. Wir gehen vielleicht einmal eine Stunde bei mäßigen Höhenmetern. Jetzt muss ich Oliver seinen Bildschirm einmal beenden. Habe ich gemacht. Okay. Seht ihr jetzt mein Monitor? Ja, müsstet ihr jetzt sehen, oder? Ihr seht jetzt meine Homepage. Ja. Sieht man die Homepage? Was sieht man jetzt die Homepage? Ja, sieht man. Okay, wunderbar. Das habe ich jetzt nämlich. Gut, und das heißt, wir bemühen uns da, dass wir eben, wie gesagt, diese Ziele nach Möglichkeit zu Fuß erreichen, mit geringem Aufwand. Und das ist nämlich jetzt genau die Überleitung nach Madeira. Ich werde jetzt nur mal kurz meine Präsentation wieder aufrufen. Der Martin hat zuerst angemerkt, dass die Präsentation nicht gescheit scharf ist. Ist das richtig? Okay, jetzt geht's. Wie ist meine Leidenschaft für Madeira entstanden? 2011 hat der Rainer Skrobne von AER zu mir gesagt, du willst nicht eine Fotoreise nach Madeira machen. Ich habe gesagt, ja, prinzipiell sehr gerne, aber ich kenne mich leider überhaupt nicht aus. Ich habe gesagt, das macht nichts. Da gibt es Gerald und Christa und wir schicken die nach Madeira und dann wird das schon was werden. Und so war es dann auch. Ich habe eben dann Gerald und Christa kennengelernt. Und seit dieser Zeit verbindet uns eine enge Freundschaft. Der Gerald hat mich 3 Wochen später angerufen und hat gesagt, du wolltest nicht kommen und auf unser Haus aufpassen. Das haben wir dann auch gemacht und waren dann 5 Sommer in Madeira. Und inzwischen haben wir 11 Fotoreisen nach Madeira durchgeführt. Und da war ich mit der Christa unterwegs, mit dem Richie, mit dem Gerald natürlich. Und das ist ein richtiger Klasse geworden. Und jetzt würde ich aber gleich mal an den Gerald übergeben und wir starten mit der Vorstellung von der Quinta dos Artistas. Bitte, Gerald. Hört sie mich? Ja, ist wunderbar. Ja. Die Christa und ich, wir sind vor über 20 Jahren aus Österreich nach Madeira ausgewandert und leben. Eine Präsentation habe ich keine, die machst du, Karl, oder? Nein, das passt schon. Du darfst doch mal erzählen. Ja, und leben seither ganz auf Madeira. Wir kommen beide aus Österreich, Christa aus der Steiermark, ich aus Kärnten. Und vor 5 Jahren haben dann angefangen, unsere erwachsenen Söhne nachzukommen. Das ist der Richard und der Raimund. Und es hat sich dann so ergeben, dass wir hier unseren Traum verwirklicht haben, weil wir immer mit Hotels zusammengearbeitet haben. Und das hat halt nicht so dieses Urlaubsflair, was wir für unsere Wandergruppen, wir machen sehr viel Wandern und für unsere Fotogruppen, Yoga-Gruppen, die Christa macht seit vielen Jahren Yoga, das gehört halt auch zu unserem Leben dazu. Und dann haben wir ein großes Grundstück gekauft und haben jetzt hier eine Arche Noah eingerichtet, das heißt, wir können das gesamte Gemüse, Obst, Eier, Honig selbst produzieren für uns und unsere Gäste und müssen nur sehr wenig zukaufen und haben gesagt, unser Motto ist also,
wenn die Gäste kommen, sollen sie einen großen Eindruck von Madeira bekommen, aber einen kleinen Abdruck hinterlassen. Das heißt, wir haben uns stromautonom gemacht, wir sind sehr ökologisch orientiert und das ist seit 2 Jahren jetzt offen hier, unser kleines Paradies. Und wir haben nicht gedacht, dass es so schnell zu einer Arche Noah wird, weil jetzt wohnen wir hier und können selber unser Essen erzeugen, müssen das alles aufessen. Und unsere Gäste helfen uns momentan nicht dabei. Und das ist ein bisschen traurig, aber das wird schon wieder. Und mit dem Karl verbindet uns jetzt die Freundschaft. Und wenn jetzt die Fotoreisen kommen, dann teilen wir uns das ein bisschen auf, wenn es um Wandern geht, um besondere Wege geht. Da ist dann die Christa, meine Frau, und der Raimund, der Richard zuständig. Wenn es geht um die Verköstigung, um die Kinder, da ist der Raimund zuständig. Und wenn es geht, ich bin von Beruf Maler und Bildhauer, und wenn es auch mal um Besprechung von formalen Dingen in der Fotografie, in Bildern geht, da komme dann ich ins Spiel. Und wenn es um besondere Genüsse geht, was Essen und Trinken betrifft, da bin ich auch der erste Ansprechpartner. Gerne, ich habe jetzt schon mal ein paar Bilder von der Kinder eingeblendet. Das siehst du vielleicht auch. Ja, also wir haben auf diesen Hektaren 5 verschiedene Häuser gebaut, in dem die Zimmer sind. Ich selber wohne jetzt auch in so einem Zimmer. Wir haben hier vor dem Pool, das habt ihr gerade gesehen, das Restaurant. Die Christa, da ist also Frühstück. Das ist im Winter mit Sonnenaufgang, wenn die Fotoreisen sind. Da frühstücken wir gemeinsam. Wir können jetzt auch, weil es gerade aktuell ist, den Abstand variabel gestalten an dem Tisch. Und wir haben die gute alte Tradition, so ein bisschen der Gastfreundschaft, dass wir sagen, wir essen gemeinsam, Essen hält Leib und Seele zusammen, man kommt zum Reden. Wir reden den ganzen Tag eigentlich ganz viel übers Fotografieren. Und dann suchen wir uns halt die besten Plätze zum Fotografieren im besten Licht. Und ja, manchmal müssen wir wandern, aber der Ulf ist nicht der größte Wanderer. Der war schon oft da und der Ulf hat halt gesagt, ich bleibe in der Nähe vom Bus, weil die Motive kommen ohnehin zu mir. Und also, was ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken möchte, es sind kleine Gruppen, also so zwischen 7, 9 Personen. Jetzt waren wir immer 7, es kann sein, bei Corona vielleicht ein Ticken größer. Also lauter Hobbyfotografen, die halt eine große Freude am Fotografieren haben. Und es ist eine ganz freundschaftliche Atmosphäre. Und viele von unseren Teilnehmern sind auch schon zum Gerald gekommen, nachher dann und haben dort eine Wanderreise gebucht oder haben auf der Kinder gewohnt. Also wir schaffen es da wirklich, Madeira auf besondere Art und Weise euch näher zu bringen. Und natürlich, wenn wir jetzt gerade beim Thema Essen sind, also auf der Kinder wird auch gekocht, exzellent. Das ist zum Beispiel der schwarze Degenfisch, ist ein Tiefseefisch. Genau. Der kommt aus 800 Metern Tiefe mit eigenen Süßkartoffeln, mit eigenem Brokkoli jetzt in dem Fall. Also wir schauen einfach, dass ihr ein richtig gutes lokales Essen hier bekommt. Also ihr bekommt bei uns keine Weintrauben im Winter aus Chile, sondern da haben wir hier die Pera de Melao, einheimische Früchte, die wachsen, oder die Cherimoya. Also es ist einfach eine schöne Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen wollen. Die Anmerkung, weil der Karl gesagt hat, die Gruppen werden ein bisschen größer nächstes Jahr. Es geht hier nur um 1 oder 2, die sind größer. Wenn ich erkläre euch das jetzt, nach den neuen Regeln darf ich im VW-Bus nur noch zu 6 fahren, Fahrer eingeschlossen, damit Platz ist. Das heißt, wir werden jetzt nächstes Jahr einfach mit 9 Gästen unterwegs sein und dafür haben wir einen 16-sitzigen Bus, damit der Abstand gehalten werden kann. Also wir gehen jetzt nicht auf 20 Leute Fotokurs, keine Angst. Ja, also wie gesagt, das ganze Gemüse, Obst kommt alles aus der Kinder und der Gerald hat noch ganz was Tolles gemacht, nämlich selbst Honig wird produziert auf der Kindertasche Distas und das wäre so der Blick vom Restaurant nach oben. Jetzt könnte man die Christa mal eine Runde schicken, weil wir gesagt haben, wir machen eine Live-Schaltung. Die Christa, ich werde einmal die Christa highlighten. Warte mal, Christa, ich mache die einmal groß. Mikrofon, schalte ihr ein. Ja, warte, dann schalte ich das Mikrofon ein. Der Honig
So, Christa, jetzt müsstest du nur mal das Mikrofon freischalten. Warte, Christa, das Mikrofon noch freischalten? Ja, ja, wir haben es. Ja. Jetzt warst du ja gerade nur einmal. Noch einmal. Super. Geht's jetzt? Ja, wunderbar. Ja, okay. Ja, dann machen wir einen kleinen Rundweg. Zuerst lasse ich euch da nochmal reinschauen zum Gerald, wo der sitzt. Das ist ein Zimmer. Das wäre eine Wohneinheit. Hallo, jetzt geht aus wieder. Und dann ist da hinten ein Doppelbett. Und hinterm Doppelbett haben wir ein Badezimmer. Und aus dem Badezimmer kann man direkt aufs Meer hinausschauen. Dort, wo beim Zähneputzen normal der Spiegel ist, haben wir ein Fenster einbauen lassen. Und wenn ihr im Bett liegt, schaut ihr auch direkt aufs Meer hinaus. Jetzt machen wir mal einen kleinen Rundweg von diesem Häuschen weg. Das wäre der Eingang. Ah, das ist eine gemütliche Bank, da kann man sich auch herlegen und dann aufs Meer ein bisschen rausschauen. Und von dieser Bank gehen wir dann weiter, den schön gepflasterten Weg. Den haben uns spezielle Pflasterer gebaut. Das können nur mehr ganz wenige Leute und da muss man in das alte Fischerdorf und haben dort ein paar Einheimische gefragt, die uns diesen Weg gepflastert haben. Da war früher gar nichts, nur Erde, Eukalyptusbäume und Märnsakazien. Und während die Christa so geht, kann ich euch was zur Geschichte erzählen von dieser Kinder. Das ist ein Grundstück, das habe ich 19 Grundstücke zusammengekauft. Jetzt bist du relativ laut, Gerald. Ich habe 19 Grundstücke von über... Bist du jetzt, bin jetzt tonmäßig da? Ja, du bist aber zu laut. Du bist relativ sehr laut jetzt. Ich habe 19 Grundstücke von über 130 Leuten gekauft. Und hier die alte Land wieder in Schwung gesetzt. Habe die alten Steinmauern haben wir wieder hergerichtet, haben diese Wege uns wieder organisiert und haben uns eben hier das Ganze hineingebaut. Von südsteirischen Weinreben, Cabernet Sauvignon Blanc Gris, die wir angebaut haben, unterhalb im Weingarten. Und oben überhalb dieser ganzen Geschichte haben wir unsere Gemüse- und Obstfelder. Und wir haben jetzt hier insgesamt 12 Leute, die hier bei uns Arbeit finden und die sich dann um unsere Gäste kümmern, wobei wir maximal bei Auslastung 22 Gäste unterbringen können. Und wo man jetzt sagen muss, dass die Kinder irrsinnig toll liegt, also man kann direkt, also zum Flughafen sind es 7 Minuten, nach Funchal sind es 20 Minuten, also das ist von dem her auch ziemlich toller Platz, um auch irgendwo hinzukommen und das in ganz kurzer Zeit. Jetzt werden wir vielleicht einmal ganz kurz zu Christa schalten. Schauen wir mal. Christa, jetzt könntest du noch mal Ton anmachen, wenn du möchtest. Da schmeißt der Wind die Mikrofone immer aus dem Christa, Ohr. Ganz langsam schwenken, ganz langsam schwenken. Die Christa steht jetzt quasi hinter der Christa ist das Restaurant, wo man dann eigentlich immer frühstücken, Abendessen. Genau. Dann würde ich nämlich jetzt einmal kurz umschalten. Ich habe nämlich noch ein paar ganz tolle Fotos. Und die würde ich euch nämlich jetzt da gleich noch weiter präsentieren. Da haben wir nämlich gleich ein Foto vom Ulf. Ja. Und interessant ist auch, die Vegetation ändert sich das ganze Jahr. Es blüht immer jedes Monat was anderes. Also es gibt in Madeira keine so eine richtige schlechte Zeit, wo sozusagen nichts blüht, es tut sich eigentlich immer was. Strelitzien oder Papageienblumen, die wachsen also wirklich wie Unkraut, die gibt es an jeder Ecke und kann man da bewundern. Und der Madeira-Stolz ist so einer der bekanntesten Blumen von Madeira, der jetzt auch im Frühling überall zu sehen ist und in riesigen Mengen. Und es geht dann auch immer auf den Berg hinauf, der Pico Arriero mit
mit über 1800 Meter ist der einer der höchsten Berge von Madeira, ist natürlich zum Fotografieren auch ein absoluter Traum. Die Fotos sind von der Reise im Dezember gewesen. Und wir haben also Regenschirme, Stimmungen gehabt, das war unglaublich. Und diese Dezemberreise, die wir heuer wahrscheinlich auch durchführen können, die war insofern spannend, weil eben ganz besonders schönes Licht. Und da waren wir immer dann oben in die Berge. Und eines der Highlights ist der Zauberwald, das sind die Lorbeerwälder. Und da würde ich vielleicht die Christa bitten. Christa, kannst du uns da ein bisschen was zum Lorbeerwald sagen? Christa? Ja? Kannst du uns da ein bisschen was zum Lorbeerwald sagen? Du könntest zum Gerald gehen. Okay, soll ich zum Gerald rübergehen? Bitte, ja. Hörst du nur das Rauschen von der kleinen Levada? Nein, das höre ich leider nicht. Nicht? Jetzt? Nein. Ja, jetzt hören wir es. Ja. Levada sind übrigens Bewässerungskanäle, die das Wasser sozusagen aus den Bergen zu den Feldern bringen. Ganz ein genossenschaftliches System, das sehr, sehr alt ist und gut funktioniert. Okay. Ja, jetzt gehe ich wieder zum Gerald hinunter. Und dann müsstest du vielleicht dein Handy auf die Seiten legen und ihr nehmt es entweder am Computer, damit wir nicht keinen Hall haben. Ja. Was ich vielleicht noch ergänzen wollte, hörst du mich? Ja, wir hören dich gut. Ja. Wir haben ja da jetzt runtergeschaut vom Pool und der Gerald hat gesagt, der Flughafen ist nicht weit weg. Die nächste Frage, die da im Kopf sofort auftaucht, hört man die Flieger? Und ich muss verneinen. Manchmal, wenn einer kommt, dann schauen wir, oh, der macht heute einen größeren Bogen. Aber man schaut, wenn einer landet, aber man registriert den Lärm nicht. Das und Einzige, was man hört, wegen das machen wir am Mund, aber sonst gar nichts, gell? Ja. Und wegen der Berge, da hast du ja gerade so tolle Fotos gezeigt, da haben wir ganz was Tolles, und zwar der Richie, der Richard, mein Sohn, ist ja auch Wanderguide hier auf Madeira, und der ist spezialisiert für seine Morgenstunde, und zwar Sonnenaufgang oder eben auch Sonnenuntergang in den höchsten Bergen. Und da steht man ganz früh auf und er erwischt dann immer eine gute Möglichkeit, einen tollen Sonnenaufgang vom dritthöchsten Berg, vom höchsten Berg zu machen. So, jetzt bin ich wieder beim Haus. Aber dann würde ich mal sagen, wir schalten in Richie einmal rein. Der Richie nämlich da ein sehr passionierter und toller Fotograf. Ja. Hallo Richie, ich werde jetzt einmal groß machen, ich muss dir mal spotlighten. Ja, ich bin jetzt noch im Zauberwald. So, jetzt schauen wir mal, dass wir in Richie mal groß kriegen. Ja, ich war übrigens im Bette. So, genau, jetzt müsstest du, ist der Richie jetzt groß drauf? Ja, okay, wunderbar. Ich glaube, dass ich groß bin. Ja, genau. Es ist leider sehr heiß, da muss man sich da im Schatten irgendwo verstecken. Wir haben dort wunderschöne sommerliche Temperaturen. Und ich habe heute auch eine schöne Fotosession gemacht. Ich war heute um 6 Uhr davor am Victoriairo oben. Auch wenn es mich dort fast weggequart hat. Du bist ein bisschen leise, Richie. Victoriairo ist der dritthöchste Berg, nur für die für zur Information an unsere Zuseher. Und der ist nämlich auch ein Spezialberg, weil dort kann man mit dem Auto hinfahren. Ein richtiger Fotografenberg, gell? Ja, genau, ja. Also den habe ich speziell für euch immer ausgebaut. Ja. Nein, und ich muss ja sagen, der Richie und ich sind jetzt auch viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren und wir haben irgendwie so eine Garde gehabt, wir haben so tolle Fotospots gefunden und die Leute, die mit uns schon mal mit waren, unsere Reisen leben, das heißt, wir haben halt auch verschiedene Reisen zu verschiedenen Jahreszeiten, das heißt, auch wenn man jetzt mehrmals mitfährt, kann sein, dass es das ganz eine andere Reise ist, weil wir immer variieren und auch neue Sachen suchen, also das ist immer kein recht. Fixes Programm, genau. Kein es gibt schon ein fixes Programm, aber das variiert immer nach Wetter. Genau. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also wenn es jetzt zum Beispiel, wir haben zwar ein Programm, das wir in der Woche abarbeiten, aber das passen wir an das Wetter an und machen es halt dann, wenn es halt passt. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Gerald. Ich muss dann nur ganz kurz bei meiner Technik noch was machen. Ja, das Highlighten wieder ändern.
Ja, genau. Warte mal, ich muss gut. Kurz umstecken, weil ich habe da irgendein Problem mit meiner Präsentation. So. Nein, ich kann ja reden und der Richard bewegt den Mund. Genau, jetzt kennst du mal, Gerald. Ich highlighte dich einmal. Ja. Wenn du vielleicht auch so ein bisschen was über dein Verständnis zur Fotografie erzählst, das von der Malerei kommt, das ja einmal sehr wichtiger Input ist bei deinen Fotoreisen. Also ich war lange Kunsterzieher. Richard, kannst du den Ton wegschalten? Ich bin das. Wie tue ich das? Aber die tue ich Christa einfach leise schalten. Ja, tue mich weg. Ja, die sitzt nämlich. Die Christa sitzt. Hört sie mich jetzt? Ja, wir hören die super. Ja. Die Christa sitzt nämlich jetzt neben mir. Nein, ich habe ganz früh schon während meiner Gymnasialzeit angefangen, mit einer Olympus OM1 zu fotografieren. Mit dem ganzen selber entwickeln, Schwarz-Weiß, Zipperchrom, Farbe, haben wir ja alle mitgemacht. Und für mich war Fotografie immer Reisefotografie, aber ganz stark in die Richtung von Reportage zu gehen. Weil ich viel, viel künstlerische Sachen, die habe ich natürlich mit meinem Zeichenstift festgehalten, so Geschichten, das liegt mir besser, aber die Fotografie ist einfach für mich eine ganz tolle Möglichkeit, den Moment einzufrieren, weil man einem am richtigen Moment die richtige Situation vorausahnt oder auch fotografiert und sich da eigentlich ganz tolle Dinge mit nach Hause nehmen kann. Für mich ist aber in der Fotografie immer wichtig, dass es einfach auch Regeln im Bildaufbau gibt. Und ich selber bin auch technikaffin, ich gebe das zu. Aber man muss aufpassen, dass man bei der Fotografie eben nicht bewertet Dinge zu stark nach ihrer technischen Perfektion, sondern dass die Fotografie lebt davon, von dem Bild. Und das Bild ist für mich nicht unbedingt von der Kamera abhängig. Die Technik ist ein Hilfsmittel für das Bild. Aber das Bild, wenn es gewissen formalen Kriterien entspricht, ist es ein tolles Bild. Und ich sage euch einfach ein Beispiel dazu. Wenn ich einen rennenden Gepard fotografiere und ich habe die tollste Optik und die tollste Kamera und ich sehe jedes Barthaar knallscharf, wie ich das Tier haben will, dann ist das in dem Moment ein Passfoto von dem Leoparden. Gebe ich dem Leoparden aber vorne viel Platz im Foto, wo er hineinlaufen kann in seiner Geschwindigkeit und ich ziehe vielleicht sogar ein bisschen mit, dann erreiche ich damit, dass das Bild auch dann wirklich zu einem guten Bild wird und der Leopard immer noch knallscharf sein kann. Das heißt, wir müssen auch immer aufpassen, dass wir neben den technischen Dingen, die korrekt und richtig sein müssen, die irrsinnig viel helfen, aber dann eben auch drinnen haben die formalen Dinge. Und das ist auch das, wo ich dann immer gern da bin und wenn wir mal Bildbesprechungen machen, wo ich einfach dann versuche, Regeln zu sagen oder einfach auch den Blick dafür ein bisschen zu schärfen für solche Situationen. Was ich da vielleicht auch noch sagen möchte, wir haben ja begonnen mit Fotografie trifft Malerei und der Gerald wird uns da in Zukunft da zur Seite stehen. Und was man ja immer wieder sagen muss, Gerald, du hast ja einen extremen guten Schmäh und das ist immer sehr humorvoll. Also wir haben es auch immer sehr lustig auf der Fotoreise. Aber jetzt brauchen wir die Christa noch mal kurz, dass uns noch ein paar Worte zum Zauberwald sagt. Bitte, Christa. Die Christa. Warte, ich schalte ein, ja, geht schon. Geben, glaube ich, ja. Genau. Zum Zauberwald, ja. Christa. So, zum Zauberwald. Ja, es ist seit 20 Jahren mein absolutes Lieblingsgebiet. Und ich werde es in ein paar Worte kleiden, damit ihr euch da hineindenken könnt. Stellt euch einen watteweichen Boden vor und dann wächst dort die kleine Pfefferminze. Und zwar die Poleiminze, die sieht man aber nicht, aber man riecht sie. Und man geht auf diesem watteweichen Boden und wenn dann die Nebelschwaden hereinziehen und die Bäume verstecken, so wie auf dem Bild, sie werden ganz zart zu sehen sein, dann kommt wieder vielleicht ein Sonnenstrahl durch und sie strahlen wieder und leuchten.
Und diese alten Bäume, die sind ja teilweise bis zu 600 Jahre alt und mehr vielleicht. Und sind Lorbeerbäume. Da kann man Würzlorbeer und Stinklorbeer dann zeigen. Die Unterschiede, die erklären wir euch dann hier auf Madeira. Vor allem die Stinklorbeerbäume, wo der Holzkern sehr stark riecht. Das sind die mächtigen Bäume. Die hat man nicht so sehr zurechtgestutzt, wenn man wieder Zweige abschneidet, frische Triebe vom Würzlorbeer, um dann diese typischen Fleischspieße zu machen. Da entblättert man dann diese jungen Triebe von den Würzlorbeerbäumen und steckt Rindfleisch drauf und grillt dann dieses Rindfleisch. Also die Würzlorbeerbäume sind eher die kleineren Bäume, die nicht so dicken. Und die Stinklorbeerbäume, die stehen mächtig da, so dick, dass man teilweise 8 bis 10 Leute braucht, wenn man einen Stamm umarmen möchte. Es wachsen Moose, Flechten, Farne, Fetthennen auf den Ästen, weil die Luft dort ist immer feucht. Dort sind wir in 1100 Meter Höhe, ungefähr zwischen 11 und 1300. Und diese Lorbeerbäume, die haben Moose, Farne, Flechten und Fetthennen. Und am schönsten ist es und am längsten brauchen wir dann zur Fotografie, vielleicht für 1 Kilometer gehen, 2 bis 3 Stunden, weil sich in diesen Moosen und in den Gewächsen dann die Wassertropfen fangen. Und da hat der Karl schon tollste Spiegelbilder, also die sich im Wassertropfen spiegeln, mit unseren Teilnehmern versucht festzuhalten. Und es ist eine Stimmung dort, aber streng ist sie dann auch, die Christa oder der Ritchie. Wenn dichter Nebel ist, dann gibt es ganz klare Regeln, damit wir keinen verlieren, weil es keinen klaren vorgegebenen Weg gibt. Aber die Stimmung im Lorbeerwald, die muss man einmal erlebt haben, die ist einmalig. Und man muss ja dazu sagen, wenn es dann noch regnet, dann ist es ja noch einfach groß. Also es muss nicht regnen, wenn es aber nebelig ist, wenn einfach so eine düstere Stimmung ist, ist es wirklich großartig. Aber jetzt gehen wir runter vom Lorbeerwald an die Küste. Wir machen immer wieder auch einmal Whale-Watching, das heißt, dann kann man Delfine sehen. Und einer dieser Highlights ist in Santana, die Strohhäuschen. Da sind wir jetzt meist schon ganz zeitig in der Früh dort, bevor die ersten Touristenbusse kommen, damit wir ungestört fotografieren können. Also wir haben natürlich sehr viel Know-how, was Madeira betrifft, wie man sich dort bewegt und wann man wo sein muss. Und das natürlich wirkt sich auch sehr positiv auf den Ablauf der Fotoreise aus. In Quemadas gibt es einen Nationalpark, das ist im Norden mit riesigen Rhododendren mit riesigen Bäumen, wo man diese Blätter bekommt. Und die waren also im Dezember und im Februar heuer so schön. Und die Nordküste natürlich mit steil abfallenden Felsen gibt es auch Motive ohne Ende. Und der Adlerfelsen ist auch eines der Highlights auf der Nordseite. Und im Vordergrund sieht man dann auch Hortensien, die im Sommer sehr stark wachsen. Und eines der Highlights überhaupt ist der Markt in Funchal, der Bauernmarkt, also wo es alle Arten von Früchte gibt, Obst, Gemüse und im hinteren Teil gibt es auch einen schönen Fischmarkt. Es gibt so eine lustige Geschichte von den Bananen. Man muss dort ist schön wohnen vom Klima, wo noch Bananen wachsen. Und wir haben auf der Kinder ganz viel Bananen. Genau, das ist jetzt beim Foto Bananen eingefallen. Ja. Und das Witzige ist ja, es gibt dann eine die Kinder der Boa Vista, das ist ein englischer Landsitz oder ein riesiges Anwesen eigentlich, wo Orchideen gezüchtet werden, wo man einmal dort sind, wo man in einem Glashaus Orchideen fotografieren kann. Es gibt irrsinnig einen schönen Platz auch, wo man dann sitzen kann, wo man auch Funchal runter sieht. Und das ist so schwierig zu finden. Ich glaube, die Silvia kann das bestätigen. Also das ist schon mal die erste große Herausforderung, diesen Platz zu finden. Bei welchen Tür geht man rein? Und dann ist dahinter wirklich ein wahres Paradies. Hier noch ein kleiner Eindruck vom Fischmarkt. Und dieser berühmte Degenfisch, der Espada, das ist
der Fisch, der halt eines der Hauptgerichte ist. Und der Gerald hat schon gesagt am Anfang, der wird mit Leinen gefangen. Sehr tief. Dann der Österreich-Bezug ist die Kirche in Monte. Da ist der Kaiser Karl gegraben, der sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg dorthin gehen musste. Und da gibt es auch die Korbschlittenfahrer, mit denen man natürlich da, wo man auch toll fotografieren kann, Bewegungsaufnahmen und so weiter. Und früher hat man mit den Korbschlitten allerhand Waren und Ähnliches transportiert. Da gab es eine Zahnradbahn auf den Monte hinauf und jetzt braucht man es halt zum Gaudium der Touristen. Ganz spannend ist auch das Ostkap, also Kap San Lorenzo. Das ist so fjordartig, da schaut es wieder aus wie in Norwegen und mit halt tollen Stimmungen. Das Interessante an Madeira ist, warum wir so gerne nach Madeira fahren und fotografieren. Es gibt auf engstem Raum ganz, ganz viele verschiedene Motive, eben von der Hochebene, vom Fischmarkt, von vielen Blumen, Pflanzen. Also das ist die Sache, die einfach toll ist. Was war jetzt? Ist jetzt mein Ding weg? Ja, wobei man sagen kann, Madeira ist gerade einmal 25 Kilometer breit und 50 Kilometer lang. Okay, wir haben uns da jetzt, hat uns da irgendjemand seinen Bildschirm geteilt? Okay. Sind wir wieder da? Okay. Ja. Gut. Wir haben jetzt ersucht, dass Fotos eingesandt werden und wir haben ein paar ganz tolle Fotos von Marc Trester bekommen. Ist der Marc heute da? Weil ich muss gestehen, ich kenne ihn nicht, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass er uns ein paar Fotos geschickt hat. Und da ein schönes Schwarz-Weiß-Bild aus der Altstadt von Funchal. Kann man natürlich auch ein bisschen so Street-Photography machen. Es gibt jede Wasserfälle ohne Ende bei den Levadas. Also das ist auch so ganz, ganz toll in Madeira. Und von der Silvia, die war jetzt bei der letzten Reise mit, habe ich dieses tolle Bild bekommen aus dem Zauberwald. Und da sieht man halt dann die Gruppe in der letzten Abendsonne. Kamera de Lobos ist ein Fischerort, wo man eigentlich der Orte, wo man die Fischer am besten sehen kann in Madeira, wo man natürlich auch immer fix dabei sind. Und diese gelb-roten Boote sind ganz, ganz typisch für Madeira. Und noch einmal zwei Bilder aus Queimadas. Das war die Rhododendronblüte das auf der Nordseite in der Nähe von Santana. So, und jetzt habe ich da ein paar Fotos von Walter. Und der sitzt nämlich da gerade bei mir und den übergebe ich jetzt schnell. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Christa, und das war jetzt ganz, ganz toll, wie du über den Zauberwald gesprochen hast. Und warum ich das jetzt zum Beginn erwähne, ist, ich war einer der Ersten dort. Das muss, glaube ich, 2013 gewesen sein. Und deine Schilderung war so toll, dass ich mir jetzt eigentlich wieder genauso dorthin versetzt gefühlt habe, wie es damals war. Das soll jetzt keine Werbesendung für Madeira sein, aber es ist wirklich für Fotografen ein Eldorado und wirklich ein Paradies. Ich habe mir ein paar Fotos rausgesucht und da war ich mal überrascht. Damals habe ich noch im Format 4:3 fotografiert. Das war mal eine Überraschung. Raus hat es natürlich damals auch noch keine gegeben, weil ich nur in JPEG fotografiert habe. Ja, das sind so die ersten. Das war in diesem Orchideenteil zum Fotografieren, das erste Bild. Eines ist mir auch in Erinnerung. Spät am Abend, es war finster, hat der Karl gesagt, so, und jetzt gehen wir Küste fotografieren. Und ich habe im ersten Moment gedacht, was will er? Und wir sind dann zwar nicht dorthin gefahren, wo jetzt das Bild ist, aber wir sind zu einem Küstenstrich gefahren und haben dort dann im Finsteren Langzeitbelichtungen gemacht. Der Karl hat ein Bild gemacht, das er 5 Minuten belichtet hat. Und es hat dann ausgeschaut, als ob die Fotos wie am Tag aufgenommen worden sind. Der einzige Unterschied war, dass man eben auch Sterne gesehen hat. Ja, bei diesen Strohhäusern
Das nächste Bild hat es dieses Mädchen gegeben, das die Strumpfhose als Hut verwendet hat, weil man dachte, das muss man unbedingt fotografieren. Langzeitbelichtungen kann man sich auf Matera pausenlos spielen. Da gibt es Motive ohne Ende. Und auch so, wo man während der Aufnahme am Zoom sieht oder dreht, kann man schöne Motive erzielen. Und was die Christa zum Beispiel erzählt hat, das nächste Bild, diese Spiegelungen im Zauberwald, die Wassertropfen, wenn man da genau schaut, sieht man, dass man auf dem einen Bild, glaube ich selber oben bin, im Wassertropfen gespiegelt, wie ich damals fotografiert habe. Ja, ganz am Anfang hat der Karl das Foto vom Reisekurier her gezeigt. Mir ist diese Reise aus vielen Gründen in Erinnerung, aber besonders auch deshalb, weil diese erste Seite ein Ausschnitt aus dem Kurier war. Und genau da ist ein Foto von mir in diesem Reisekurier, in diesem Artikel veröffentlicht worden. Und damals habe ich mich wirklich über so eine Ehre riesig gefreut. Ja, so viel einmal von meiner Seite. Ich gebe wieder das Mikrofon weiter an den Karl. Danke. Gut, jetzt habe ich dann nur ein paar Fotos auch vom Ulf bekommen. Da habe ich zwei schon einmal verbraten am Anfang. Und ich würde aber den Ulf jetzt einmal ganz ein kurzes Statement bitten. So, ich werde einmal spotlighten. Der Ulf war dreimal mit auf der Fotoreise Matera. Bitte, Ulf, ich werde an dich einmal das Wort übergeben. Ja, danke. Ich war viermal auf Fotoreise mit Karl mit. Einmal sogar dann Zusatzwoche und ein fünftes Mal war aber noch vor der Fotoreisezeit. Also ich finde, dass diese Insel ganz großartig ist, nicht nur zum Fotografieren, sondern auch zum Leben. Also, das ist, also für mich ist auch die Kinder, sage ich immer, das ist Balsam für die Seele. Das ist wie der Gerald das schon gesagt hat, diese Arche, diese Stimmung der Arche, das ist einfach, also für mich einfach ganz großartig. Auch das Konzept der Kinder mit dem Naturerleben. Ich bin zwar gehmäßig und bewegungstechnisch nicht so ganz fit. Das ist aber für mich überhaupt kein Problem. Ich sage immer, ich setze mich irgendwo hin und warte dann, dass die Motive zu mir kommen. Und sie kommen wirklich. Man muss nur Geduld haben und man glaubt gar nicht, was einem in der näheren Umgebung, in seinem unmittelbaren Umfeld wirklich an Motiven entgegenkommt. Also auf den Boden setzen und die Wassertropfen fotografieren, das geht leider für mich nicht mehr. Aber es gibt andere Dinge, die einfach so wunderbar sind. Haben wir ein paar Bilder auch vielleicht. Das Bild von dem Bootsmann, das war mal bei einem so Whale-Watching-Ausflug, schon bei der Rückfahrt. Und da war dann diese Stimmung mit der Sonne, mit der untergehenden Sonne, sehr, sehr schön zu sehen. Warte mal, Ulf, ich werde gleich die zwei Bilder noch aufrufen. Eine Sekunde nur, da kannst du aber noch weiter erzählen. Okay. bei jeder dieser Fotoreisen, Auch wenn man manchmal wieder an denselben Ort zurückkommt, und das ist ja ganz natürlich, dass man am selben Ort kommt, also ich entdecke jedes Mal irgendwas Neues, irgendwas anderes. Und bei der letzten Reise, bei der ich dabei war im Dezember, diese grandiosen Sonnenaufgänge, die uns der Richie da präsentiert hat, und auch dieser Sonnenuntergang am Meer, das war einfach ganz fantastisch. Ich habe das dann nicht als Einzelbild, sondern als Zeitraffer aufgenommen, und dieser Zeitraffer, die sind einfach, also für mich sind sie wirklich traumhaft schön. Ich würde mir wünschen, das noch einmal wiederholen zu können und vielleicht ein bisschen länger dann dort noch ein bisschen einen Nachspann zu sehen. Ja, hier ist noch einmal der Seemann, also der Bootsführer zu sehen, der uns da zum Whale-Watching geführt hat, und das war also dann schon die Rückfahrt zum Ausgangspunkt zurück. Danke, Ulf. Jetzt würde ich nur ganz gern den Raimund Bretterbauer bitten, ein paar Worte zu sagen. Er ist nämlich der Manager von der Kinder, kann man sagen, und der gute Geist auch. Und der dann teilweise, der eigentlich schaut, dass da alles gut läuft.
Ich werde einmal groß schalten, Reime, und ich würde mal bitten, einmal so, vielleicht nur in ein paar kurzen Sätzen die Philosophie von der Kinder. Die Philosophie der Kinder. Die Philosophie der Kinder ist im Prinzip, oder was wir gemeinsam, Gemeinwohl für alle. Das heißt, wir empfangen jeden Gast wie ein Freund und wir schauen, dass es unseren Angestellten gut geht. Also das ist auch jetzt, wir haben keine entlassen müssen durch die Corona-Krise. Wir haben Kredite aufgenommen, damit wir das alles überstehen können. Das ist unsere Philosophie, dass wir im Prinzip schauen, dass es uns, unseren Mitmenschen und unseren Gästen gut geht. Und also, dass sie was Gutes am Teller haben. Genau. Also ich sage eigentlich immer, und ich darf das sagen, ich sage immer, also ich sage euch gar nicht, wie schön es dort ist, weil sonst glauben alle, ich bin ein Angeber, weil es nämlich dann viel schöner, wie sie es, also wie es sich eigentlich in den besten Farben ausmalen kann. Also das ist wirklich einzigartig. Und aus dem Grund ist auch diese Fotomatera so erfolgreich. Und jetzt würde ich mal bitten, wenn jemand Fragen hat, dann können wir jetzt noch vielleicht ein paar Fragen zum Thema Matera beantworten. Gerald, und darfst du noch was zum Schluss sagen, bevor der Oliver dann mit der Photoshop-Challenge weitermacht? Ja, weil alle da sind. Der Raimund war gerade auch da. Der Raimund ist heute aus Bulgarien zugeschaltet, weil er dort mit seiner Frau gerade ein Baby gekriegt hat. Und die Kinderfamilie wird immer größer. Na wunderbar. Und ich habe auch schon gesagt, also meine Tochter ist auch ein Matera-Fan der ersten Stunde. Und ich mir war schon gesagt, sobald es wieder geht, dann machen wir sofort einen Solidaritätsbesuch auf der Kinder und müssen nachschauen, ob bei der Familie Bretterbauer alles passt. Gut, dann. Ja, und wir machen dann ein freundliches Gesicht. Genau. Genau. Dann würde ich mir den Oliver bitten, ich werde jetzt den Bildschirm freigeben. Ich glaube, du hast noch im Photoshop was vorbereitet. Ja. So, jetzt schauen wir, ob du den Bildschirm freigeben kannst. Ja, kann ich nicht. Warte mal, kannst du mir eine Anfrage schicken? Warte mal. Dann werde ich geschwind einmal den Bildschirm freigeben. Okay, jetzt hat es hin. Okay. Ja, dann kannst du schon freigeben. Nur dabei sehen wir nicht. Wunderbar. Seht ihr meine Maus kreisen? Ja. Und mein Photoshop. Seht ihr das? Ja. Okay, noch einmal zur Erinnerung. Nächstes Wochenende Pfingsten findet kein Photoshop-Café, kein Fotocafé statt. Das nächste Fotocafé ist dann wieder am 7. Juni um 19 Uhr. Ja, wir haben dieses Bild bekommen. Karl, kannst du mir kurz sagen, wo das ist in Madeira? Das ist auf der Fahrt zum Pico Arriero, also zum höchsten Berg. Und das ist ein ganz schöner Aussichtspunkt. Und es war zeitlich in der Früh, Gegenlicht. Ja, und die Brigitte hat da gerade versucht, ein schönes Bild zu machen und hat eines gemacht. Ja, also das Bild ist tipptopp fotografiert. Das Einzige, was ich heute noch machen würde, das ist jetzt mein, ich schalte euch nur den Text aus, das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Ich würde halt da ein bisschen was von oben wegnehmen, also sagen, okay, die Sonne, wir wissen nicht, dass sie symmetrisch ist. Und dann kriegt dieses Bild so ein bisschen einen Panorama-Charakter. Und mir gefallen einfach bei Landschaftsaufnahmen, wenn die so im Panoramastil sind. Und jetzt wäre das Bild eigentlich für mich schon fertig. Was man jetzt noch machen könnte, ist sozusagen seine eigene Signatur noch hineinbringen. Ich habe da jetzt einfach eine Signatur vorbereitet, einfach mit einem dicken Filzstift auf einem weißen Blatt Papier geschrieben, das mit dem Scanner eingescannt. Wenn man das jetzt dann rüber ins andere Projekt zieht, hat man dann seine Signatur, einen Moment, hat man dann seine Signatur da am Bild.
und kann sie dann auch noch dementsprechend platzieren. Wie man das macht, dass man aus einem gescannten Text, den man mit der Hand eingeschrieben hat, nur mehr den Text hat auf dieser Oberfläche. Das zeige ich dann am Dienstag bei der Photoshop-Party. Ja, und das Blau auf Blau, das passt jetzt vielleicht da nicht ganz so. Das heißt, ich würde sagen, es passt halt weiß am besten. Dann legen wir uns schnell mal da eine weiße Fläche drüber. Ja, und jetzt legt die natürlich über das ganze Bild, das wollen wir nicht. Brauche ich mir nur eine Schnittmaske anlegen und dann wirkt es nur mehr da auf die Schrift. Und dann habe ich, jetzt wenn ich die jetzt noch da schön am Rand her platziere, dann habe ich da wunderschön auch noch meine Signatur. Und wenn jetzt jemand sagt, na, das Weiß gefällt mir nicht, naja, dann bist du ja flexibel mit Photoshop, kannst das schwarz oder grau oder rot in welcher Farbe du auch willst machen. Das ist das Tolle, wenn man dann mit so einem schönen Signatur, und diese Signatur, die kann man dann auch noch sich in die Bibliothek ziehen, also das heißt, da rechts unten seht ihr meine Bibliothek, da liegt das Ganze dann in der Adobe Cloud und ihr könnt dann bei jedem Bild aus der Bibliothek da wieder eure Signatur rausziehen und ihr habt es wieder auf einem Bild, macht es dann kleiner und ich würde mir da halt immer eine weiße, eine schwarze Signatur vorbereiten, je nachdem, welchen Bildhintergrund ihr dann habt. Aber die Details, wie das dann abläuft und mit der Bibliothek funktioniert, das zeige ich dann am Dienstag in der Photoshop-Party. Gut, das nächste Bild. Karl, wo ist das Bild? Ja, das ist Funchal, Blaue Stunde, das ist die Hauptstadt. Da sieht man ganz gut den Hafen und da haben wir einen tollen Punkt. Das ist auch eigentlich sehr oft, machen wir in Blaue Stunde in Funchal, wenn es vom Wetter her passt. Ah, okay. Ja, also mir hat dieses Bild irrsinnig gut gefallen, wie ich es gesehen habe. Dann habe ich mir gedacht, ah, für meinen Geschmack wäre es doch super, wenn da diese Lichter, die da in dieser Stadt schon an sind, noch ein bisschen mehr aus dem Bild herauspoppen. Und jetzt muss ich nur kurz das herüberschieben. Da gibt es eine ganz tolle Variante mit Luminanzmasken. Also wer das noch nie gehört hat, also es gibt diese normalen Masken, wo ich mit schwarz oder weiß gewisse Bildelemente über eine Ebene lege oder nicht. Und mit Luminanzmasken kann ich je nach Licht den Effekt steuern. Ja, und einfach mit Steuerung klicke ich da auf den Kanal, auf den RGB-Kanal und jetzt wählt Photoshop all jene Pixel aus, die heller als 50% grau sind. Ja, das ist jetzt für meinen Geschmack noch ein bisschen zu wenig. Ich möchte noch mehr in die Lichter gehen. Das heißt, ich mache jetzt triff jetzt eine neue Auswahl. Das ist jetzt da dieser Alpha-Kanal. So, schaut man das alles aus. Und wenn ich jetzt mit Shift-Alt-Command noch einmal auf diesen Alpha-Kanal klicke, wird die Auswahl noch enger. Also das heißt, es wird nur mehr ausgewählt von 80% grau und mehr. Ja, und das ist jetzt einmal, jetzt sieht man eh schon, jetzt sind nur mehr da die Lichter ausgewählt. Und wenn ich mir jetzt da wieder den RGB-Kanal einschalte, wieder da zurück zu den Ebenen gehe und mir jetzt eine Gradationskurve anlege. Schaut einmal, so schaut jetzt die Maske aus. Also das heißt, das ist jetzt das, was weiß ist, da kommt der Effekt jetzt durch und das, was schwarz ist, da kommt der Effekt nicht durch. Ja, und jetzt werden wir den Effekt machen. Jetzt werden wir natürlich schauen, dass wir diese Lichter ein bisschen aufhellen. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir wollen das gleich mal das Rot verstärken. Schaut mal, das kommt schon mal gut. Dann würde ich sagen, wollen wir noch das Gelb verstärken. Da muss ich halt den Weißpunkt nach unten schieben. Und dann kann ich noch im RGB-Kanal, machen wir das Ganze noch ein bisschen. Da machen wir es auch mit dem Weißpunkt. Jawohl, jetzt kommt es gut. Schaut es mal. Vorher, nachher, jetzt leuchtet die Stadt so richtig. Ja, jetzt kann man sich überlegen, will ich das da hinten auch heller haben? Nein, das will ich nicht. Na gut, dann schalten wir uns auf die Maskenansicht. Und wenn wir das da hinten einfach da ausblenden mit einer schwarzen Farbe. So, jetzt schalten wir das wieder ein. Und jetzt habe ich diesen Effekt nur auf der Stadt. Ja, jetzt würde ich noch, das Einzige, was mir jetzt noch stört, ist da
dieser Lichtstreifen. Das wollte ich gerade sagen, Oliver, wenn du den noch wegnehmen kannst, das wäre super. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Den kann man noch wegnehmen. Wähle mal einfach diesen Lichtstreifen aus. Gehe dann ins Menü Bearbeiten, Fläche füllen, inhaltsbasiert. Und zack, weg ist er. Also so vorher, so nachher, sehr gut. Ich würde jetzt noch ein bisschen den Kontrast erhöhen. Ja, dann werden wir einfach eine Helligkeit, Kontrastebene drüber legen und erhöhen den Kontrast. Jawohl. Und jetzt ist Oliver, und in der blauen Stunde, das ist zu gelb. Die blaue Stunde, das Kunstlicht kann ruhig härter sein, kühler sein. Das würde ich nicht so weich machen. Ja, aber das ist ja kein Problem. Weiß ich eh, dass das kein Problem ist. Muss ich nur da wieder zurückgehen und dann das Rot wieder wegnehmen und das Gelb wegnehmen und jetzt ist es wieder weiß. Genau, also ein bisschen drin lassen, aber nicht zu warm. Mit Einstellungsebenen macht dann. Aber jetzt ist das Tolle, schaut her, jetzt ist es eher noch weich vom Kontrast und jetzt funkelt die Stadt. Und das gefällt mir jetzt recht gut so. Gut, gehen wir zum nächsten Bild. Was ist das? Blumenfest. Blumenfest in Madeira. Ja, ich habe dieses Bild nämlich ausgewählt, weil es gefällt mir irrsinnig gut von der Farbharmonie. Schaut mal, ich habe da kurz mal die Farbharmonie herausgesucht. Also das ist eine komplementäre Farbharmonie. Also wir haben da dieses Rot und Orange und dann ist die Komplementärfarbe Grün und genau das haben wir in dem Bild. Und deswegen sage ich, passt das super von der Farbharmonie. Das Einzige, was ich noch machen würde, ich würde da oben vielleicht eine Spur wegnehmen. Sag da. Ja, jetzt bin ich näher bei dem Model, habe immer aber noch diesen wunderschönen Schmuck und ich würde auch hier wieder mit einer Luminanzmaske da ein bisschen dezent die Tiefen aufhängen. Das heißt, wir machen uns da noch einmal die Maske, gehen dann da wieder zur Gradationskurve. Schaut jetzt, schaut die Maske so aus. Jetzt muss ich sie invertieren, weil ich möchte die Tiefen aufhellen. Also alles, was jetzt weiß ist, wird jetzt aufgehellt. Jetzt kann ich wunderschön die Tiefen aufhellen und jetzt ist sie da im Bild. Weil bei so extremem Sonnenlicht werden halt die Schatten, das war das Original, und jetzt ist das Bild für mich fertig. Also das geht oft recht flott und das wäre jetzt einmal diese Dinge, die ich euch zeigen möchte. Was jetzt im Juni kommen wird, ist wieder, wir starten wieder voll in das Programm Photoshop. Da gibt es zum einen ein Einsteigerprogramm wieder mit Photoshop 1, 2 und 3. Im Dreierprogramm werden wir dann wieder eine eigene Übungsstunde machen. Photoshop 1 und 2 ist sozusagen der Einstieg. Die Kurse werden dann ab nächster Woche auf der Wiener Fotoschule sein zum Buchen. Und für die, die schon einige Seminare gebucht haben, ich nenne es jetzt einmal unter Anführungszeichen die Pros oder Fortgeschrittenen, da gibt es das Seminar jetzt als nächstes, das Farbharmonie. Dann werden wir noch zu Bildmontagen einen Kurs anbieten und zur Porträtretusche. Farbharmonie, das findet am 3. Juni statt. Und das sind dann die Kurse, die für die Einsteiger stattfinden. Ja, und jetzt noch mein Hinweis zum Schluss. Am Dienstag am Abend gibt es die große Photoshop-Party. Das heißt, ihr könnt Bilder einsenden, die wir uns dann anschauen, besprechen, gemeinsam bearbeiten. Ich gebe euch Feedback. Ich werde euch auch viele Dinge zeigen. Für die Pros unter euch werden wir auch ein Beispiel wieder machen mit Luminanzmaske für Farbharmonien und lass mich überraschen, was wir für Bilder von euch bekommen. Ja, wir freuen uns schon, der Karl und ich, auf Dienstag. Tragt euch das fix ein, ab 19 Uhr startet die Photoshop-Party. Also Oliver, mal vielen herzlichen Dank. Also nicht nur für heute, sondern der Oliver hat sich jetzt 12 Teile von Photoshop warte, jetzt muss ich mal kurz das Video spotlighten. Der Oliver hat sich schon 12 Teile überlegt von Photoshop und wir haben die tatsächlich alle durchgeführt. Wir haben in Summe dann über 200 Tickets verkauft bei den Online-Fotokursen, also nicht nur Photoshop, sondern auch andere Dinge. Also die ist sehr gut angenommen worden. Wir werden jetzt für Herbst planen eine Reihe, da wird es teilweise Online-Kurse geben, es wird natürlich Fotokurse bei uns geben und auch
Photoshop, aber es gibt so eine richtige Reihe und das haben wir schon sehr, freuen wir uns sehr, dass das jetzt auch so funktioniert hat und da wird es aber noch viel, viel mehr geben in Zukunft. Ein bisschen Werbung sei mir noch gestattet. Es gibt also im Dezember die Fotoreise Madeira, das sind die Magic Lights, da gibt es eine tolle Weihnachtsbeleuchtung und das ist eine super coole Woche und im Februar haben wir dann den Samba-Umzug, also Madeira hat sehr berühmte Samba-Gruppen und da sind hunderte Teilnehmer, die da bei diesem Umzug in Funchal mitmachen. Wenn euch interessiert, schickt mir eine E-Mail. Diese Reise wird auch demnächst buchbar sein und auf das freuen wir uns schon besonders. Wir haben außerdem noch einige andere Termine online gestellt. Das Fotowochenende Hallstatt war innerhalb von kurzer Zeit ausgebucht. Da gibt es einen Zusatztermin. Und es gibt dann im Juli, da sind wir wirklich richtig fleißig unterwegs, da gibt es eben Nationalpark Hohe Tauern mit Marc Graf, dann gibt es Großglockner mit Oliver und mit mir und dann gibt es noch Fotowochenende Pinzgau mit Bernhard Brenner und mit mir. Also wir haben so viele Anfragen, dass wir uns dann entschieden haben, da noch einiges zu machen und schickt uns Fotos, schickt uns Fragen, die wir dann wieder beim nächsten Fotocafé beantworten können. Also wir rufen euch da sehr herzlich zur Mitarbeit auf. Ich sage einmal ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke!